So, weiter geht's mit Hogwarts Legacy. Was haben wir denn als nächstes für eine Aufgabe? Das verlorene Kind trifft dich mit Lower Oxfield mit Nati. Das machen wir gleich. Ich habe noch eine Eulenpost irgendwie, die ich nicht ganz geöffnet habe. Hier sind noch mehrere Sachen. Professor Weasley. Betreffen Sie mich auf dem Flur im 7. Stockwerk. Ich kenne die Richtung auf Ihre Stadienstudien. Anzeige deine Replik und Ablenkungen. Alles klar. Warum möchte ich jetzt nicht alles lesen darf? Achso, das ist was anderes. Wenn Sie sagen, kommt der Raum der Wünsche, die gesagt, dass er Ihnen etwas mitzuteilen hat. Also, das war das, was ich haben wollte, was er sagen wollte. Sie haben Neuigkeiten bezüglich des Kummer, den Sie erwähnten, treffen uns doch in der Kartenkammer und besprechen die nächsten Schritte. Und die Nazi hat noch ein bisschen was. Ich hoffe, uns haben auf alle von Harlow verklariert wird. Er kann vielleicht die Beweise liefern. Wir sind gemeinsam mit dem Sprechen. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Das ist das, was wir jetzt gleich machen. Neue Aufgaben, Hauselfenkummer. Brauchen wir aber Level 20. Wir sind jetzt Level 19. So. Ist schon geil, dass wir jetzt gerade mit dem Dings fliegen können. Ausrüstung, ich habe hier noch eine Ausrüstung irgendwo bei, warte mal. Ne, brauchen wir nicht. Eine komische Brille. Ach nee, das müssen wir noch machen hier. Und hier ein violetter Schal mit Schlossmuster, das brauchen wir auch. Das können wir auch erst freischalten, wenn wir ein Level aufgestiegen sind. Dann sind wir nämlich Level 20. Aber wir können mittlerweile schon Level 20er mitnehmen. Perfekt. So, jetzt noch irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Hier ist noch irgendwas von 13. Uns fehlen jetzt noch 4 Tierwesen. Und dann hätten wir sie alle. Wie gesagt, ich vermute nicht, dass das ein 100% Let's Play wird. Aber wir gucken einfach mal. Von einem Zauberer erfahren, der von Harlow schikaniert wird. Er kann uns vielleicht die nötigen Beweise liefern. Wir sollten gemeinsam mit ihm sprechen. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Dann machen wir das doch mal. Oh, Alter, hier geht mir gerade alle auf den Senkel. Wo muss ich überhaupt hin jetzt? Zu Nazi, ne? Ach ja, das ist der Professor Fick. Ich wollte eigentlich einen anderen Auftrag machen, und zwar der mit Nazi machen. Nämlich das verlorene Kind. So, warte mal, jetzt muss ich noch mal kurz auf die Map gucken. Wo muss denn die gute Nazi hin? Oder, wo müssen wir hin? Wo müssen wir denn hin? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Am Oxfield? Muss ich jetzt echt die Ecke suchen? Nein, muss ich nicht, weil ich kann auch hier quasi mehr oder weniger mich hinporten. So. Da ist er. Die Stelle. Von Salazar Slytherin ausgefragt, aber vergeblich. Triff mich vor dem Slytherin-Gemeinschaftsraum. Wir müssen reden. Warte mal gerade ganz kurz. Das ist vielleicht eine Information, das ist vielleicht sogar tatsächlich ein Auftrag, den ich erwarten kann. Tut mir leid, Nazi, das eventuell kann nicht sein, dass ich dich jetzt... Ja, es tut mir leid gerade, Nazi. Ich will eigentlich tatsächlich jetzt anfangen, die Unverzeihlichen zu lernen. Wir gehen zu Nazi, zu Sebastian. Es tut mir leid, lieber Nazi, ich würde dich eigentlich gerne heute, eigentlich wollte ich dich jetzt ungern versetzen, aber es gibt jetzt was Wichtigeres zu tun. Und zwar müssen wir zurück nach Hogwarts. Warte mal, ich will Crucio lernen. Grazia.
tut mir so leid, liebe gute Nazi. Tut mir leid, eigentlich wollten wir heute, wie gesagt, was anderes machen, aber wir lernen, wir lernen. Warte mal, ich gebe mal kurz die Dinger ab. Die Herausforderung mit eidanischen Schlüsseln läuft gut. Ich habe meine Mutter Eulen. Unbedingt mein Lieblingsnachthemd. Ich kann nicht mal für zwei Stunden. Noch eine Hausmarke für die Haustruhe. Ich habe einige, ne? Gut, mehr habe ich nicht, aber das ist es. So, Sebastian, wo bist du? Du bist hier. Klasse. Ich habe deine Eule. Was ist mit Ominous? Ich sagte ihm, dass wir die dunklen Künste nicht für immer meiden können. Je mehr wir über Salazar Slytherin und die dunklen Künste wissen, desto besser sind wir vorbereitet. Leider weiß nur ein Gaunt, wo sich der Eingang zum Skriptorium befindet. Und Ominous sagt es mir nicht. Vielleicht sollte ich mit Ominous reden. Du? Ein Versuch wäre es wert. Aber mach dir keine Hoffnung. Ominous ist extrem stur. Ist ja nichts Neues. Ich weiß, wo er ist. Ich bring dich zu ihm und lass euch allein. Komm mit. Hier entlang. Ja, dann Abmarsch. Nee? Halte die Augen auf. Man weiß nie, wer einen beobachtet, auch wenn uns das nie aufgehalten hat. Doch, eigentlich schon. Wir wurden geschnappt. Verdammter Poltergeist. Ah, diese Nervensäge. Da ist er. Viel Glück. Sprich mit Ominous. Was machst du hier? Mit dir quatschen. Hallo, Ominous. Hast du kurze Zeit? Was gibt's? Was haben du uns, Sebastian, jetzt wieder vor? Ich möchte mich bei dir entschuldigen, Ominous. Ich war nicht ganz ehrlich, was die Krypta angeht. Sebastian hat sie mir gezeigt. Er wollte, dass ich an einem sicheren Ort Zauber üben kann, um zu den anderen Fünfklässlern aufzuschließen. Er dachte, dich stört das nicht. Das ergibt wohl Sinn. Es ist nur so, dass Sebastian mir in letzter Zeit ständig mit irgendwas auf die Nerven geht. Sag nicht, er redet immer noch von... Was war das? Einem Skriptorium? Er hat dir davon erzählt? Ja, wir sprachen über den Gründer unseres Hauses, da hat er es erwähnt. Mehr wollte er aber nicht sagen. Ja, er glaubt, dass es die Antwort auf Anns Rettung enthält. Nur wahrscheinlich steckt es voller schwarzer Magie, die man besser nicht anrührt. Warte mal, du warst noch nie dort drin? Natürlich nicht. Das weiß ich nur dank meiner Lieblingstante Noctua. Sie dachte wie ich. Widersprach der Familie, was schwarze Magie angeht. Tatsächlich wollte sie meine Familie davon überzeugen, dass es Salazar Slytherin um mehr als die Verehrung von Reinblütigkeit ging. Sie hörte vom Skriptorium und dachte, es könnte etwas Licht über ihn ins Dunkel bringen. Sie fand sogar den geheimen Eingang, genau in diesem Korridor. Sie schrieb meinem Vater regelmäßig über ihre Bemühungen. Irgendwann verschwand sie einfach. Niemand sonst hat je versucht, hineinzukommen. Verstehe deine Sorge. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Ich schätze, selbst wenn wir dadurch herausfinden, was deiner Tante passiert ist, stellt es immer noch ein Risiko dar. Tante Noctua hatte gute Absichten und verlor dabei ihr Leben. Ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Du weißt nicht, ob sich die Geschichte wiederholt. Außerdem meintest du, deine Tante dachte wie du. Das könnte ihr Andenken ehren. Deine Fragen zu Slytherin und Sebastians Fragen zu Anne beantworten. Deine Tante hat das allein durchgezogen. Wir könnten es gemeinsam tun. Gut, ich sehe schon. Und ich gebe zu, du hast mich überzeugt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Gut, ich erzähle, was ich weiß. Wo ist Sebastian? Ich warte hier. Ich hoffe, wir bereuen das nicht. Sebastian, hier drüben. Öffnen das Skriptorium. Jetzt verrät. Ich habe dich angefleht, warum hast du nichts gesagt? Du warst nicht der, der mir gesagt hat, was ich hören musste. Das Öffnen des Eingangs hat etwas mit der Zahl 3 zu tun. Na, 3 Köpfe? 2 Köpfe sind besser als 1. Und nach der Logik sind 3 besser als 2. Das ist bloß Mathe, Ominous. Es kümmert mich nicht, wie viele Schläge nötig waren. Bitte, verschone mich! Denk dran, wir brauchen 3 Feuerstellen. Ach so. Inzentrum.
Muss ich jetzt so... Öffnest du so eine Tür? Ja, schön. Bin ich jetzt schnell genug? Nee. Wahrscheinlich nicht, ja. Ja, jetzt kann ich das sehen, was. Frage, wie? Ich habe es jetzt irgendwie mal gemacht? Nee, ich nicht. Jetzt. Wir brauchen nicht hin und her zu laufen, sondern einfach aus der Entfernung. Wir sind bereit dafür. Wir werden sehen. Lumos. So, warte mal. Ich muss mal gerade gucken. Ich muss mal einen Fluch einsetzen. Ich muss mal Reparo bringen. Reparo. Ein Relief mit einem Menschen und einer Lumos. Dann höre ich wohl ihre Stimme. Ich bin mit Omel. Ist uralt. Du hörst eine Stimme? Es ist anders, du das Relief repariert hast. Ein Flüstern, das sagte, sprich mit mir. Ich bin ein Paselmund. Das heißt, ich kann mit Schlangen reden. Nahezu jeder bekannte Paselmund stammt von Salazar Slytherin. Könnten doch nur alle Slytherins mit Schlangen reden. Diesen Wunsch solltest du überdenken. Die Parse-Sprache wird oft mit schwarzen Magiern assoziiert. Ich habe sie ewig nicht gesprochen, aber ich denke, wenn ich es tue, wird sich die Tür öffnen. Ich hoffe, du überdenkst es. Oh, ich finde bestimmt, ist bestimmt interessant. Überhaupt nicht? Ich sehe keinen Grund, jetzt aufzuhören. Als ich von zu Hause wegging, schwor ich, die dunklen Künste hinter mir zu lassen. Doch hier bin ich nun. Vorsicht! Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Lumos! Geht's weiter? Klappt! Ominous! Das ist wirklich eine herausragende Fähigkeit! Neben euch beiden fühle ich mich ja richtig unscheinbar. Neben uns beiden? Ich bin... Vergiss es. So, weiter geht's. Es gibt keinen eindeutigen Weg.
Wie in einem Labyrinth. Salazar Slytherin wollte bestimmt, dass es schwer lösbar ist. Die Tür, aus der wir kamen, ist zu. Und vor uns liegt mehr als ein Tor. Untersuche jedes Tor genau auf Hinweise. Okay, machen wir das doch mal. Das verlangt Konzentration. Das hat Tante Noctua auch gesagt. Vielleicht braucht es Glück. Lumos. Ach so, das heißt, steht ja da oben. Der Mond und die Schlange. Man muss doch mal lesen. Mit den richtigen Symbolen geht es auf. Das hatte ich auch gerade vor, aber du warst schneller. Gute Arbeit. Mein 6 Münzen. Das ist hier. Warte mal. Ist das ein Schluss? Okay. Ominous. Deine Tante wollte eure Familientraditionen. Warte mal. Das kann doch nur dasselbe wieder sein, oder? Ist es auch nicht. Aber die Scheibe ist kniffliger als die letzte. Wir haben es so gut geschafft. Gib nicht auf. Ich will gerade mal gucken, wo die Symbole sind. Ach, wo zur Hölle sind die Symbole? Da stehen die vielleicht in den Brief drin. Tut mir gerade so ein bisschen ein, dass ich den. Ich hab den Brief weggelesen, weggeschmissen, ne? Weggetan. Warte mal, Inventar. Ich hab bestimmt irgendwo jetzt den Brief weggetan, aus Versehen. Warte mal, hier sind der. Okay, der steht tatsächlich nicht drin. Aber wie zur Hölle? Wo muss ich da jetzt? Warte, bestimmt irgendwas. Lumos. Wo durch? Hier nochmal was oder was? Ich habe null Plan, was ich jetzt machen muss oder was ich öffnen muss. Das war Zufall. Okay. Was habe ich jetzt geöffnet eigentlich? Oh. Lumos. Okay, hier ist was anderes. Auch nicht. Nehmen wir mal mit.
Nummer 2. Tagebucheintrag. Spricht von warte. Ich habe eine Idee. Ich guck gerade mal, was war das hier? Das Verwaschene und der komische Haken. Noch ein Tor. Ja, ja. Das war das Ding, was ich haben wollte. Das klang vielversprechend. Noch ein Rad gelöst. Beeindruckend. Gut gemacht. So, das ist nämlich nebenan die Tür. Nämlich diese hier. Ich habe da vorne was gesehen. Sieht unheimlich aus. Dieser Ort ist beunruhigend. Aber meiner Tante zuliebe müssen wir weitermachen. Konflikto! Lumos! So, finde einen Weg hindurch. Wo muss ich jetzt da durch? Es gibt noch mehr Rätsel. Durchsucht ja. Jeden Gang. Seht genau nach, welcher wohin führt. Das Tor! Wir sind wohl eingesperrt. Mal wieder. Dann ist Salazar Slytherin noch nicht fertig mit uns. Ja, finde einen Weg hindurch. Wieso? Hat diese Nachricht. Ominous. Ein Skelett. Und Noctuas letzter Eintrag. Sie erwähnt, dass sie hier gefangen war. Gefangen von einem unverzeihlichen Flug. Hier ist sie gestorben. Und hier werden wir auch sterben. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Ominous, das mit deiner Tante tut mir sehr leid. Aber ich weiß, was zu tun ist. Das wird gar nicht einfach. Gut. Dann lernen wir noch. Du weißt, was zu tun ist. Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatus-Fluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Ominous Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? So, dann... Ich frag ihn doch. Ich rede mit ihm. Auf dich scheint er ja nicht mehr zu sprechen zu sein. Gut. Tu, was nur du tun kannst. Hätten wir doch nur flüssiges Glück. Das hätte alles nicht sein müssen. Ominous. Ich dachte nicht, dass wir in so einer Zwickmühle landen würden. Salazar Slytherin schon. Er ist für viele unvorstellbare Dinge verantwortlich. Ich habe dich und Sebastian gehört. Ich werde es nicht tun. Der Cruciatus-Fluch ist pure Folter. Das weiß ich. Sebastian hat mir erzählt, was dir als Kind passiert ist. Klingt, als hättest du keine Wahl gehabt. Ich hätte wissen müssen, dass er es dir sagt. Und man hat immer eine Wahl. Ich bin so schuldig wie der Rest meiner Familie. Unverzeihliche Flüche funktionieren nur, wenn man es wirklich will. Ich wollte diesen Schmerz zufügen und das werde ich mir niemals verzeihen können. Seinetwegen habe ich keine Familie mehr. Du und Sebastian werdet eine andere Lösung finden müssen. Wenn du Crucio wirkst, wirst du es ewig bereuen. Sprich mit Sebastian, er möchte nicht. Das geht sich weiter. Was machen wir jetzt? Ominous will den Cruciatus-Fluch nicht doch mal wirken. Lächerlich. Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Crucio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte. Du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ominous kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctua Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Er will an mir lernen oder an dir? Boah, schwierig.
Wenn ich ihn jetzt an ihn beibringe, dann wird er wahrscheinlich ewig sauer sein. Ich will den Fluch leer, aber ich will ihn nicht auf dich wirken. Du musst ihn auf mich anwenden. Ich werde das nicht vergessen. Es gibt eine Variante. Ich kenne diese Variante tatsächlich. Es hat nur irgendwo geschrieben, dass wir ihn damit verschonen müssen. Bei den unverzeihlichen Flüchen. Weil da gibt es, glaube ich, im Finale irgendwo noch eine Quest. Deswegen habe ich jetzt auch das ausgewählt. Kreuz, ja! Unser erster Unverzeihlicher, hä? Bereit? Ja, bereit. Ist die gut? Alles in Ordnung? Dieser Schmerz, er war entsetzlich. Aber ich werde es überleben. Los, weiter. Wir haben es geschafft. Das ist Salazar Slytherins Skriptorium. Lumos. Wir sind hier. Unfassbar. Rebellion. Nimm mal mit. Das Skriptorium von Salazar Slytherin, klar. Sebastian, Ominous. Hier drüben ist ein Buch. Hast du was gefunden? Geht nur vor. Sag dir, was drin ist. Ich laufe ein wenig herum. Gibt Sebastian das Buch? Das machen wir doch glatt. Warum hat sich das eigentlich selber genommen? Was meinst du? Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Ominous nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue. Es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Atemberaubend. So, wir sollen es verlassen. Aber nicht ohne Dinge mitzunehmen. Ich stehe in eurer Schuld. Klar, ich würde ja auch einfach was trinken. Wir es nie so weit geschafft. Wir hatten Glück. Wir hätten sterben können. Wir dürfen so etwas nie wieder tun. Ja dann, raus mit uns. Kerker von Slytherin. Ich sehe einen Ausgang. Die Möglichkeit des Tages. Und damit haben wir... Ominous, deine Tante... Sebastian, bitte. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Komm, trink! Ich schätze, an allen bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke. So, wir gucken mal kurz. Ja, wir haben tatsächlich den Unverzeihlichen drin. Krass, hätte ich nicht gedacht. Natürlich nehmen wir den, natürlich nehmen wir quasi einmal komplett mit rein. Das ist schon klar. Ne? So, Auftrag abgeschlossen im Schatten des Studierzimmers. Und damit haben wir unseren ersten unverzeihlichen Fluch. Den wollen wir natürlich irgendwann mal auch im Kampf einprobieren, aber jetzt natürlich nicht. Es kann dauern, bis Hippogreife einem vertrauen. Lumos! Gut. Warte mal, was wollen wir noch machen? Eigentlich kann man ja die... Gibt's doch sowas für einen Unsichtbarkeitszauber, ne? Oder nicht? Und der Lumos hier. Wollen wir den 500 Dollar oder 500 Galleon? Excalibur.
So, Guti. Was haben wir noch an der Herausforderung? An Aufträgen meine ich natürlich. So ist es richtig. Wieder auf dem Weg. Okay. Ja, dann machen wir jetzt in der nächsten Episode dann tatsächlich die Aufgabe mit Herrn Natti. Und dann freue ich mich, wenn er wieder einschalten würde, Thema Let's Play Hogwarts Legacy. Ich gucke aber kurz mal schnell nochmal durch meine Dings. Okay, cool. Also wie gesagt, ich bin froh, dass wir tatsächlich jetzt zum ersten Mal. Wir haben jetzt tatsächlich zum ersten Mal eine Aufgabe abgeschlossen. Das wollen wir nicht gerade. Alter, war ja noch eine Brille. Die ist wahrscheinlich aber auch schwächer, oder? Ja, ist sie. Gut. Gut. Dann haben wir das soweit auch. Dann haben wir jetzt Crucio. Und in der nächsten Episode geht es dann weiter mit der Aufgabe für Natti. Dann der war ja eigentlich vor der Folge. Die war eigentlich in dieser Folge machen wollte. Aber das, wie gesagt, das Thema Crucio, das war jetzt für mich einfach wichtiger. Bis dahin. Tschüss.